Ich wusste, dass... Drück auf grün, verdammte Scheiße! Ligueur! Leute, ungeduldig. Eieiei. Oh je. Das sieht wieder genauso aus. Das läuft, das läuft. So. Wer speichert denn hier? Scheiße, was muss man nochmal bauen? Was muss man bauen? Okay. Wo sieht man denn, wie viel Rohstoff man hat? Ach du Scheiße. Oh, Schleffkelo. S3. Silber darf ein bisschen nebeneinander. Ja, hat voll keinen Bock, warum spielt er mit, ja? Also ich glaube, ich brauche vielleicht Unterstützung, so wie das hier auch. Wer ist denn hier wer? Mach mal hier, warte mal. Wir spielen aus dem letzten Jahrhundert, oder? Ich hab die Farbmap an, doch. Siehst du die... Ist es normal, dass es laggt? Ja. Ja, ist normal. Ist es normal, dass man nicht rein- und rauszoomen kann? Ja. Ja, ja, das ist aber generell normal. Was bei euch alles normal ist. Aber das ist auch nicht so schlimm. Findest du? Was sind das für Mini-Berge eigentlich? Kann man in der S4 rein rausziehen? Sind die Berge in Siedler 3 kleiner wie in Siedler 4? Keine anscheinend. Keine Regeln. Ja, kann man den scheiß Sound ausmachen? Was, wir spielen ohne Regeln? Nein. Ja, ohne Regeln? Ui, okay. Was, ohne Regeln? Austreiben. Was ist das für Regeln? Ja, moin. Okay. Wollte wirklich mit. Wie baut man Sabos? Ach, da war was. Ja, wollen wir wirklich mit Dieben spielen? Ey, was sind die Geoglyphen? Wollt ihr wirklich mit Dieben spielen? Ist doch nicht zum Spaß hier. Meint nicht so viel, spielt einfach. Die Geologen bauen. Muss man rekrutieren erst. Oh nein, Siedlermangel. Oh nein. Ich muss mal zu Codex schauen. Ey, wo sind denn die Häuser? Was? Du Scheiße. Leck. Ey, wo sind denn hier die Häuser? Ach da. Wir spielen gerade mit 20 Leuten Siedler. Ich glaub, letzten. Ah ja. Passt. Oh, mal gucken. Was macht ihr so hier? Aha. Ich baue einfach irgendwas in der Hoffnung, dass das funktioniert. Ja, das mache ich auch. Chris, wo bist du? Einfach wild Gebäude hin. Du bist in der Mitte. So ein komisches Braun. Da trollt auch wer. Patrick hat doch trainiert, oh, safe nicht. Das ist doch Salz im Spiel. Ach du Scheiße. Wo sind die scheiß Geologen jetzt hier? Ach da. Pass auf, Chris, erstmal Wohnhaus bauen. Ne? Wieder liegt Alkohol rum. Was ist denn das für eine Map? Ich baue doch Wohnhäuser. Alkohol. Alkohol ist nur für die Asiaten, weil die Asiaten sonst Nachteile haben. Oh, ja, richtig, wie geil. Praktisch! Was muss denn da bauen? Ich will Schnaps, hallo! Willst du nur aus dem Spiel exportieren? Oder? Boah, Tempel, okay. Boah, Tempel. Jetzt schon? Was, okay. Braucht. Was braucht man denn für ein Tempel? Lol. Keine Gebäude kosten hier. Oh, Kanonenwerkstatt. Geil. Was? Kanonen? Kanonenwerkstatt kannst du nicht vergessen. Ich kanone dich nicht. Ey, wieso machen die Geologen nix? Hallo? Arbeit mal. Schaff was. Hä? Die wollen hier nicht, Oh. Hey, kannst du mal die Fresse halten und einfach Siedler spielen? Ich weiß nicht, wie das geht. Nur am Rumheulen, der Typ. Kein Tutorial, nix gespielt. Ich weiß nicht, wie man hier einfach sich töten, bewegt. Das geht schon. Oh, ähnlich auch wie in S4, da geht das auch einigermaßen. Ich brauch Siedlöres. Siedlöres? Und Holze. Ah. Ich glaube, ich habe mein Wohnhaus zu früh gerissen, da wären noch Siedler rausgekommen. Lol, Patrick. Ach. Ja, du siehst hier nicht, wie viel noch rauskommt, du musst halt gucken, ob noch welche rauslaufen. Ja, das ja, ist keine Häuser reißen. Ja. Häuser reißen würde ich sagen. Häuser reißen erst später, du hast ja keine for free, also die ersten meinst du nicht for free. Was? Nicht reißen? Ja.
Nein. Das ist ganz, ganz schlecht. Spielt jemand ein ähnliches Volk wie ich? Ja, ich, Chris. Ja, nix. Oh, Chris, du hast jetzt schon verkackt, ey. Nein! Wo bist du denn? Wer bist du? Okay, hol dir danke. Ganz unten da. Siedler, wie und man Mitte? Den kennt, Siedler 3, okay. Kein Platz im Asiaten. Ja. Asiaten, Chris. Mit dem Platz, das liegt halt an der Map. Ah, scheiße, die sehen alle gleich aus hier. Nö. Sägewerk. So, so's. Das ist falsch. Ich glaube, gleich schreit einer und der erste stirbt, oder? Geht schnell, ne? Okay. Da kämpft ja schon welche, ich war schon drauf. Was? Die kämpfen schon. Was haben wir da ein bisschen? Wo macht man denn hier den Sound leiser? Minus-Taste gedrückt halten. So. Das war meine erste Frage vorhin. Mit dem Windows-Sonnenschimmer. Ah, Chris, Holz gegeben? Ja, ich sehe ja nirgends, wie viel Holz ich habe. Keine Ahnung. Lol. Da kann man das immer nachgucken. Drück mal Taste A. Ja. A? Ja, A. A wie Arsch. Ah, ein Holz habe ich. Okay. So ist mein Sägewerk. Ich hab doch ein Sägewerk. Das geht doch nicht. Alter, da geht ja gar nichts hier. Ja, ich schläf, ne? Yippie! Kraft, man fängt mit 12% Kampfkraft an, ja. Hat jeder so dieselbe Position oder wie ist denn das? Ja. Nein, du hast die schlechteste. Alle Länder sind genau gleich. Nein. Das ist nicht wahr. Nice. Meine ist auch ziemlich beschissen. Ja, Latino, ich spiele mir zum ersten Mal. Keine Ahnung. Wie sieht das Zeichen für Schwefel aus? Das ist eine geile Frage. Okay. Ich kann dir sagen, wo Schwefel ist. Ist das weiße Dreieck? Das gelbe. Unten links jetzt ja, der rechte Berg. Gut, ja. Ist Schwefel. Ich schaff's auf jeden Fall auch in Siedler 3 Siedlermangel zu kriegen. Hab ich gerade festgestellt. Aber ich hab mich zum Alkohol getauert. Jetzt wird's besser. Alkohol! Chris! Ich brauch Schnaps! Da ist einer GG gesetzt. Nee, sagt mir keiner, was faul muss. Das heißt, weil ich das Wohnhaus gerissen habe, baue ich jetzt eins for free. Sozusagen. Nein. Achso, ja genau, das kommt keiner raus, ja. Du musst eins nachbauen. Du hast ja oben, also wenn du links die drei, die das Menü hast, hast du ja dieses Siedlermenü, oder? Also Haus, dann so gut und dann die Siedler. Und wenn du das zweite Untermenü ganz links klickst, dann hast du da Number of Settlers, das Haus-Symbol, das Hammer-Symbol. Hm? Das Haus-Symbol zeigt dann, wie viel Häuserplatz du hast und das Hammer-Symbol, wie viel Siedler. Und wenn das Haus-Symbol kleiner ist wie das Hammer-Symbol? Also wenn du ein mittleres Haus baust, dann brauchst du 30 freie Plätze. Ja. Yeah. Dann musst du also 30 Unterschiede haben. Ich habe 69 bei Haus und 70 bei Hammer. Genau, das heißt, dein nächstes Haus... Kommt einer weniger. Kommt einer weniger. Okay. Ich sehe das immer noch zu laut. Ich hasse meinen Wald. Wirklich, ich hasse ihn. Ja, der Wald ist speziell hier. Will einfach auch nicht weniger werden. Map ist
Nee, das ist nicht so easy. Also genauso schlimm wie vorhin, wo ich auf der bescheuerten Bergposition bin. Akronik, sicher dir die Wasserstelle oben. Dass du schon mal ein Wasserwerk hinsetzt, dass das nicht mit Forst zugewaldet wird. Ganz oben da? Oben links, das ja, schon mal setzen, also da wird der Dues annehmen und setzen, dass das nicht mit Forst zugewaldet wird. Ist das ein Spezialsumpf? Wasser ist ja hier sau wichtig, ne? Wie war's? Aber Wasser, ich hab ja links auch noch mal was. Ja, nur zur Info, sicher dir genügt, stellen wir nicht. Dass nicht der Spezialsumpf ist für die Asiaten, damit die ihren Reis anbauen können. Ja, und die anderen können da auch bauen. Ja, pflanzt da auch. Normal kannst du auch Sumpf nicht bauen. Sei denn, du hast eine vernünftige, also Pizza eingelegt. Wie viel Steinmetze brauchen die Asiaten? Ein, oder? Reicht. Naja, später kannst du Stein zu Eisen machen. Dann brauchst du mehr. Was kann ich Stein zu Eisen machen? Das ist Zaubereisen. Oh mein Gott. Na, kriegst du Eisenbahnen. Und das muss ich machen, oder? Sonst RIP, oder wie? Das ist sehr stark. Das wäre schon doof, wenn du es nicht machst. Okay. Ich stelle mich schon mal auf RIP ein. Same. Same. Müssen wir mal helfen. Was war ich mit Edelstein? Nix, vielen Dank für deinen Follow. Hä? Edelstein, wo das ist oder was du damit machst? Was zur Hölle ist Edelstein? Machen kann. Du kannst Edelstein als Ägypter für Kampfkraft und als Amazone für Laboratorien, um daraus Eisenbahnen zu herzustellen. Laboratorien. Als alle anderen Völker sind es nötig. Ist doch wie ja, Siedler 4, haben sie gesagt. Spiel mal Siedler 3, so wie Siedler 4. Danke. Ja, so 60% ungefähr gleich. Und die Rest ist ja unterschiedlich. Ja, Eisen ist ja hier komplett gegeben, oder? Ja, du also bist hier Eisen gekappt, da hast du Asiaten den Vorteil, den Stein zu eisen. Ja, gut, stimmt auch. Die anderen Völker müssen eigentlich Eisen vorlagen. Also du musst sehr früh die Eisenminen versorgen. Also du bist Eisen. Stimmt, ja. Ich muss sehr früh die Eisenminen versorgen. Ja. Ich hätte gerne mal eine, ja. Ist links unten der Berg. Würde ich Eisen nutzen, die anderen sind ziemlich klein, dann kriegst du keine vernünftigen Minen drauf. Wer ist jetzt eigentlich bei mir im Team, der mich coachen kann? Keine Sau, ne? Spielt alle in Team 2. Ich kann dich theoretisch coachen. Theoretisch? Praktisch ist das Ding, ich hab meine letzte HG ist ein Dreivierteljahr her. Macht mir Mut. Hör gern, schaff ich schon. Ja, genau. Ethika, du weißt ja, wie es läuft. Bei mir. Chris gegen die. Ich auch komplett hier, ey. Brauchen wir von Grund auf Anleitung, bitte. Lauft, ihr seht, dann lauft. Für wird das? Hast du, okay. Ich geh mal auf. Wer ist denn oben links? Wer ist denn der Römer oben links? Für das Sägewerk sind wir das, dann Werk hier und für das Sägewerk. Niemand, okay. Wer ist drunter? Der hat, Trojaner? Trojaner. Amazone? Trojaner. Das bin ich. Wer bist du? Wer ist ich? Cassian. Okay. Wer ist, rechts oben in der Mitte als Römer? In blau? Auch niemand. Okay. Ja, aber dann sind wir ja nebeneinander. Dann kannst du mich ja verteidigen mit deinen, Ladies da, ne? In der Theorie, ja. In der Theorie. Shit, das wissen die, wo ich bin. Ja, das können die sowieso nachschauen. Wo denn? Wenn du die Map währendher offen hast, dann kannst du an den Farben sehen, wo die Spieler sind. Also, ich kann das nicht. Das wirst du wahrscheinlich nicht haben, aber ich hab das. Cassian, ist auf deinem Wald noch Garantie drauf, oder musst du damit jetzt leben? Mein Wald? Ja, ja. Wieso? Sieht nicht so schön aus. Ja, ist halt so. Wald ist immer noch fast gebrochen.
Naja, es wird immerhin was gebaut bei mir. Das ist doch schon mal was. Das ist nicht schlecht, das ist ein Anfang. Wie ist denn das in Siedler 3 mit Bauarbeitern und Planierern? Es geht automatisch, oder? Ja. Da stellt man nicht großartig was rum. Also du brauchst halt für Bauarbeiter Hämmer und für Planierer Schaufeln. Ja, man hat ja genug. Aber Anfang, du musst keine bauen. Auf HG. Ich muss nicht extra Hämmer und Schaufeln bauen, um das zu erweitern. Nee, das reicht vollkommen aus. Ein paar Ägypter machen das auch mal. Aber Ägypter sind sowieso GG, oder was? Ja. Weil die Map hier ist so klein. Was braucht man Gold in Siedler 3? Kampfkraft. Das sind die Zierobjekte, okay. Das ist das, was du machst, wenn du genug Sodis hast oder angreifen möchtest. Wo ist euch der Wein, der ich hier auf der Karte? Nicht vorhanden. Aber du bist Römer? Den gibt's nicht. Der ist überall. Eventuell unten rechts, aber ich weiß nicht, ob oben was ist. Ich sehe das nicht. Oben rechts in der Ecke vielleicht. Ja, oben ist. Überall, wo Hügel sind. Oben links ist auch ein kleiner. Du hast eine kleine Ecke, wo du nur drei Minen setzen kannst: zwei Kohlemine und eine Eisenmine. Und dazwischen ist eine kleine Ecke, wo du. Die ein bisschen hügelig aussieht. Baut man hier Schiffe? Ernst gemeinte Frage. Zum Goldauslagern, ja. Oder Goldauslagern, aber Goldauslagern eigentlich im Markt. Oder wenn du einem Teammate helfen willst und ihm Priester schickst oder so. Oder Stein. Oder irgendjemand überraschen willst, von wo angreifen willst, wo es nicht erwartet. Oh, doch nicht so viel auf einmal. Mensch, Niki, du kennst mich doch. Einer muss doch den Ruinenaufbau machen. Getreidefarben braucht übrigens 10 Minuten, bis sie laufen. Also du brauchst nicht direkt Schmiede und sowas hinterherbauen. Okay. Warum lacht ihr so? Erwähnen, falls es jemand tun sollte. Yippie! Das ist ein Siedler 4 nicht so. Ich glaube, da drauf nur 5 Minuten. Ich glaube, Siedler 4 ist generell schneller. Kann das sein? Ja. Mhm. Genau. Läuft mein einer Steinmetz nach? Tatsächlich. Was macht denn ein kleiner Tempel? Mana. Aus für Mana. Mana verwirken. Manana. Genau das gleiche wie in Siedler 4, oder nicht? Meiner Mana. In der Folge. Schnaps rumliegen. Oh, das ist doch GG hier, ey. Oben rechts zwischen den Bergen liegen Schnapswasser. Lecker. Okay, also die Asiaten brauchen definitiv Holz. Siedlermangel, ja. Aber gleich kommen wieder welche. Das Siedlermangel kenne ich nicht. Was ist das? Da gibt's übrigens coole T-Shirt, die Siedlermangel im sogenannten Merchant. Das wird auch Siedler 3 angefallen. Mensch, die habe ich noch nie gesehen. Patrick? Ja. Lass mal deine Solis entweder am Turm oder an der Grenze zum Gegner stehen. Und nicht da oben in der Ecke. Ich glaube, da ist nichts. Ach so? Außer Wasser. Ja, da kann ich ja nirgendwo angehen. Ah, halt da unten. Ah, Siedler, jawohl. Ich hab gedacht, da oben geht's weiter im Eck. Klick oben auf ABC. Ah, danke, Chat. Ich habe immerhin Kohlrem im Team. Wo ist denn der? Das stimmt. Aber
Irgendwie baue ich nur Bullshit. Was bist du? Ich will gar nicht zu mir schauen. Dunkelrot? Wo ist denn hier Dunkelrot? Ach, hier. Was soll denn diese Kirschen auf dem Berg? Nee. Was? Ja, diese zwei roten Kugeln und die eine... Die Kirschen? Edelsteine? LOL. Lecker Kirsch. Ey, das ist ja so eine Kirsche. Die gibt's nur zur Kirschenzeit in mir. Oh, lecker. Lecker wie beim Bäcker. Eieiei. Ey, man könnte meinen, ihr habt Spaß. Ich hätte doch das Tutorial spielen sollen, ey. Ja. Es stimmt es auch, dass man die Soldaten mit Alt schicken muss, damit die überhaupt kämpfen? Oder? Lüge! Was, mit Alt? Nee, musst du nicht. Alt-Batterien. Aber manchmal laufen die halt durch, wenn du die nicht mit Alt schickst. Ja, die schießen halt sofort, wenn du es mit Alt schickst. Da sind halt die Map die wurde für FFAs. Wenn du nicht dabei klickst, dann okay. Laufen die. Deshalb gibt es nur drei Eingänge? Okay. Drei Eingänge reichen mir. Und Steuerung ist quasi das Alten. Ah, oh Gott, voll vertauscht. Also Steuerung als vertauscht. Jetzt haben sie sich überlegt, so nach dem zweiten Spiel denken sie. Ach so, ich hätte die Destille gar nicht gebraucht. Da kommt der Alkohol direkt in den kleinen Tempel. Ja, die ist eigentlich automatisch aktiviert, Chris. Unten rechts. Aber mit T, ja. Einmal auf T drücken. Ach, unten rechts. Ah. Aber oh, wer will mich rushen? Oder haben wir jetzt... Ich will wer ist unten, ganz unten rechts eigentlich? Ja, der Lastgamer da unten rechts. Ja, der unter mir, ja. Das ist... Was ist das? Schön, wie sieht der Mangel? Ja, wer ist das unten rechts? Ich weiß gar nicht. Oh, wenigstens habe ich keinen Siedlermangel, ey. Oh, lol. Naja, wenn man nichts hat, kann, hat man auch keinen Siedlermangel, ne? Stimmt, wer keine Eco hat, braucht auch keinen Siedlermangel. So funktioniert das Argument. Genau. Ganz einfach eigentlich. Immer halb so viel verstanden. Ja, man konnte jetzt auf einer Schleppstufe von 1 bis 10, wie läuft es bei mir gerade? 11. Nee, geht eigentlich. Geil. Ja, mal Chronix, gehen wir auf eine vierte Säge. Diesen Safe? Ja, das kommt alles noch. Kannst du dich fast auf. Muss ich mal ein bisschen Platz hier. Ich hab schon eine Idee. Was mache ich mit dem Tempel überhaupt dann? Ich kann das nicht so. Stein zu Eisen, das ist total geil. Ja. Stein zu Eisen, okay. Hey, was machst du mit den Lagern da? Marktplatz? Was, ich? Ja, du hast einen Marktplatz, was machst du damit? Endloslager. Endloslager. Ja. Was ist das denn? du kannst, wenn du einen Marktplatz hast, dann kannst du dort ja irgendwo Sachen hinschicken. Und da du von Anfang an Esel hast, kannst du einfach unendlich Sachen auf einen Ort schicken. Yes. Ach so? Du brauchst kein Teammate, um deinen Markt zu benutzen. Ach, das ist ja geil. Ah, das ist ja geil. Du kannst das für dich selbst lol. Warum kann man das in S4 nicht auch machen, ey? Ja. Das wäre ja mal was. Weil das halt wäre cool, ja. Das einzige Nützliche hier in S3, ey. Ist doch Salz im Spiel. Salz Edelsteine jetzt. Was machen Edelsteine? Kann man damit Leute abwerfen? Nee. Das Yippie hier klingt auch irgendwie komisch. Ich finde das andere besser. Ich habe gedacht, ich hätte eine Waffenschmiede gebaut, und es war eine Goldschmelze, die zudem jetzt vollgelaufen ist. Episch. Yippie! LOL! Dieser Sound. Das war scheiße laut gerade. Ja. Yippie! War Teamspeak war lauter als das hier jetzt.
Akrobatsche. Wo ist eigentlich Knocker? Von dem hört man nichts. Der konzentriert sich voll. Der will jetzt hier einfach nur töten. Verbrannte Erde sehen. Stellt man Fisch was? Auf Kohle. Was? In dem, ja. Ah, ich hab's, okay. Schläf! Bau lieber Fisch Markt als Lager für Gold. Was mach ich mit dem Markt? Hä? Jetzt hab ich doch gerade schon gefragt. Patrick. Den Markt kann man auch lagern. Okay, was machen die Asiaten mit Diamanten? Ich gar nichts. Gar nichts. Anschauen. Die haben nicht mal eine Mine dafür wahrscheinlich, ne? Nee. Okay, da hat man sich wenigstens. Schwefelmine haben sie, aber die brauchst du auch nur für Kanonen. Ich will Kanonen! Kanonen! Abfahrt! Ich kanone dich nicht. Reicht der Schnaps hier eigentlich? Komplett oder? Ja, bist du nüchtern oder voll? Kannst du auch dein Teammate noch, das Level 3 auf jeden Fall. Spitze? Ist Level okay. 3 Level 3. Mehr wäre gut, wenn du noch ein zu Eis noch kommst, vielleicht kann dir der neben dir was schicken. Hm. Der Wallen. Stimmt gern. Alter, da geht ja gar nichts. Ah, groß Wohnhaus. Easy gleich. Da jetzt ein Spion-Geologe. Aha, okay. Hey, die Werkzeugschmiede kann Waffen produzieren? Ach nee, lol. Da gerade. Nee, das mit das Einstellungsmenü ist halt nur auf der gleichen Seite. Eilproduktion, lol. Ja. Okay. Eilproduktion. Man kann KK tauschen? So, ey, das wird mir langsam zu kompliziert hier. Ja. Und vor allem, wo kommen jetzt diese Esel her? Die waren von Anfang an da. Oh, warte mal, die bringen mir Alkohol. Die sind voll episch. Achso, die. Irgendjemand hat doch gesagt, dass er jetzt schickt. Was ist nice. Steinfluch? Alkohol schickt. Zocker Launcher Power. Da kannst du Steine zaubern. Was? Die gibt's in zwei kleine Temperatur auch. Soll ich mal bei jemandem Steine reinzaubern? Ja, kannst du bei den Ägyptern mal. Der Ägypter freut sich drauf. Joa. Ich zauber gleich bei dir Steine rein, Makron. Nö. Ja, was kosten die Dinger denn? Das sieht man ja auch gar nicht. Alter. Oh, mein Wald. Ich hab's tatsächlich geschafft. Ja, der Wald. Jetzt hab ich keinen Wald mehr. Auch nicht so geil jetzt. Tschüss. Auf immer wiedersehen. Das war's wieder komplett. Hier, eine Edelsteinmine da, muss ich dann einen Zauber draufsetzen, einen Landumwandlungszauber oder wie so. Du musst nur eine Edelmine bauen hier als Ägypter. Okay. Das ist Absicht so, weil sonst der Ägypter zu stark ist. Also, okay. Schade. Termine von den Amazonen ist er kleiner, da können die noch das draufsetzen. Ja, der Platz ist auch GG hier, ne? Also. Das heißt, 20. Sag mal, hat hier schon mal irgendeiner gekämpft? Auf was wartet man in Siedler 3? Auf KK? Du kannst halt gerne versuchen, mit der Kampfkraft anzugreifen, aber genau. Versuch mal mit 12% Kampfkraft anzugreifen. Ich hab mehr wie 12. Safe. 12%! Schliff. Ja, braucht man hier auch 100 oder? Hat man im eigenen. Nö, hat man zur Verteidigung 100 im eigenen Land? Kannst du mit weniger angreifen. Also, du kannst natürlich immer mit weniger angreifen, aber so 93 brauchst du maximal. Also 79 schon. Aber. Also, es geht immer in 14er Schritten hoch, deswegen. Wenn du starke Überzahl hast, kannst du auch mit 50 Kampfkraft und 40 Kampfkraft angreifen. Kommt drauf an, wie du dort kämpfst. Was du kämpfst. Eieiei. Ja, wo Häuser bauen, lol. Kurze Frage, wenn ich Esel durchs gegnerische Gebiet schicke, werden die abgefangen? Ja. Aber nur von Nahkampfeinheiten. Gut, dann also. Krass, ey. Geht sogar mit Eseln ab. Ich merke gerade, ich habe überhaupt keine Nahrung gebaut, ne? Gar nichts.
Brauchst du viel du hast wie viel eine Getreidefarm, ne, zwei Getreidefarmen, okay. Im Fluss gibt es übrigens keinen Fisch. Die Getreidefarm, die, das Ding ist, im die im Fluss gibt es keinen Fisch, was? Keine... Ja. Nee, mhm. Fisch, den Fisch gibt es ja überall im Meer. Zwei Angeln, okay. Gibt es einen Siedler 4 im Fluss Fisch? Natürlich! Ja. Sogar viel. Ich hab keinen Platz für so einen blöden Fischer. Da treffen die Welten aufeinander. Ja. Boah, da hat mir ja, ich kenne mittlerweile beides, natürlich schon zurecht. Beides. Ich bin jemand schon in den Tod geregelt. Jemanden Soli mitgeschliffen. Geschleppen? Mhm. Wo ist denn die Fischverteilung? Wo ist meine Maus hin? Ja, doch, die Bilder wird verschwinden. Meine Maus ist weg. Die Fischverteilung ist von den oberen Menüs das mittlere und dann das dritte. Und dann halt geschafft. Was sind die halt noch? Die Warenverteilung. Dann spielt man schon 26 Minuten mit PT0. Alle haben Panik. Oder es läuft einfach gar nicht. Oder es spielen alle so scheiße wie ich. Je nachdem. Oh, Chris Troll. Waffeln, Waffeln, Waffeln. Wir müssen da überall nur. Cool. Man kann nicht, wenn du eine Anlege machst, dann bleiben Steine da auch liegen. Also quasi die beide sind so dann oder noch zu anlegen. Okay. Was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, ist, warum lagert Blau Bögen aus? Blau? Mhm. Vielleicht für Level 3. Ich sehe gerade, wo irgendwas landet. Boah, meine Maus ist wieder da. Nee, was? Oh, scheiße. So, da können wir jetzt auch das Bild machen. Ja, er findet keine Bäume mehr. Okay, und der auch nicht, und der auch nicht. Und der auch nicht. MT Cassini, hattet ihr den Fehler schon mal? Was denn? Meine Maus ist im Spiel nicht mehr vorhanden. Uff. Knock auf schön blind spielen. Bist du in meinem Team? Schaffst du schon, Cassini. Nee, ich kann. Ich hab. Ja, ich kann hast du nicht... Laptop? Mit, keine Ahnung. Nee, ich hab meine Maus neu einstecken, weil die ausgegangen ist. Ja, was meinst du? Hab ich noch nie gehabt. Vielleicht kannst du raustappen und nochmal irgendwie. Warte, ich versuch nochmal was. Klappt. So. Jetzt klappt's wieder. Keine Ahnung. Ich glaube, das war daran, dass meine Maus ausgegangen ist, wenn ich im Spiel bin. Und dann, wenn ich sie neu reinstecke, dann erkennt er das im Spiel nicht direkt, sondern... Sehr seltsam, aber das war auf jeden Fall kein Siedlerfehler, so ein Computer. Hightech und... Nee, es gibt nichts Spezielles zu fallen. Lol, die lagern ja direkt alles ein. Ja, das kannst du einstellen. Die lagern was sie einlagern sollen, was nicht. Ja. Wenn du. Ja. Entweder wenn du aufs Lager direkt drauf klickst. Wer redet denn da im Hintergrund? Nervt ja gar Schnauze! Nicht. Schnauze! Ja, ich wollte es so direkt sagen, ja, aber. Ja.
Man hat drei Sensen, okay. Außer ich hab die eine geklaut. Lol. Das glaube ich nicht. Ey, wer greift mich an? Husch! Ist die Frage, wer spielt Militär aus? Lol, ich bild Militär aus. Ich weiß nicht mal wie, warum? Das ist normal auf automatisch. Ja. Besser wie nichts. Besser wie kein Militär. Du kannst das, wenn du entweder auf die Kaserne draufklickst oder über das Siedler-Rekrutierungsmenü, kannst du das, wenn du da auf automatisch klickst, auf manuell klicken und dann passiert das nicht automatisch. Okay. In welchem Verhältnis baue ich eigentlich? Bogenschützen OP in Siedler 3? Ja. Das ist sicher. Also über 100 Jahre, dann brauchst du ein paar schwere OP. Das Puffer vorne. Es kommt drauf an. Also Schwerträgerkolonnen können manchmal Bogenschützen ziemlich hart dezimieren. Und gehen trotzdem drauf. Ja, aber halt auch nur Schwerträger in Kombination mit Bogenschützen. Odi zu wem? Die Schlachterei braucht eine Axt, oder? Ja. 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 Das gibt's doch nicht! Wieso finde ich überall nur Kohle? Wo ist denn hier Eisen? Was ist denn das für ein Scheiß? Eisen ist unten links. wenn du bei mir. Mann! Ich bin aber nicht unten links! Nein! Unten links bei dir. Ja, da habe ich nicht pioniert. RIP. Genau, da gibt's Eisen. Und ganz oben rechts hast du schon ganz am Anfang gesagt, dass der Eisen der gute unten links genau, ist. Genau, da wo dein Geologe aktuell ist, kannst du auch noch Eisen hinzustellen. Aber da gibt's nicht so viel. Ich mache euch gleich stumm. Salz. Ich hab kein Eisen. Oh. Kein Platz. Ach so. Oh, wie sieht die denn aus? Wie war das Stein zu Eisen? Ich kann vielleicht drei Waffenschmieden bauen. Hä, die sind ja gar nicht dabei. Hä, wo sind die? Was ist hier? Ich hab hier General und Zwerg bei mir, das ist eh. Noch mal Kohleminen. Da kannst du deine Eisen schon nicht machen. Nicht das einfachste Gegnerpaar. Soll mir hier schon einen Dieb vor der Nase rumstellen. Bin ich sicher. Also die saufen nicht bei mir genug, ne? Die kriegen einfach diesen ganzen Alkohol hier nicht wegproduziert. Ja, hast du deine Soldaten schon aufgewertet? Ja, ja. Ein paar Mal. Gut. Ja. Chris, hast du auch schon aufgewertet? Ja klar, wie wertet man denn auf? Genau deswegen sage ich das ja. In der Kaserne gibt's, da seht ihr ja, steht da ja göttliche Aufwertung. Und da unten drunter ist ein sind drei Button, die sind, die kann man klicken und klicken, wenn da 100% steht. Und dann kannst du eine von deinen drei Einheitentypen aufwerten. LOL, dazu bräuchte ich erstmal eine Kaserne. Nee, musst du nicht in der Kaserne? Nee, das kannst du ohne Taste Kaserne. Taste C, Taste C. Ja, gut, ich bin hier der Hotkey-Mann. Du musst auch nicht aufwerten, ne? Ah. Ja, das ist richtig, aber. Nein, meine, muss die Funktion an sich. Wieder 3, wieder 4 klickst du auf die Werkzeuge mit der Kaserne und kannst da einstellen. Wieder 3 kannst du dann von vorne rein schon minimieren. So eine Geschichte. Wann wertet der jetzt auf, oder? Der wertet das dann automatisch auf, wenn du neue Einheiten. Wenn du genug Mana produzierst. Alle neuen Einheiten dann jetzt Level 2 von dem Einheitentyp. Ja, Oldie ist ja gut möglich. Wer ist denn Orange? Kannst du wieder rückgängig machen? Nein, das kannst du gar nicht rückgängig machen. Silverdust, perfekt. Wenn du mehr Mana einsammelst, kannst du auch die anderen Einheitentypen aufwerten. Und wenn du alle drei einmal aufgewertet hast, kannst du sie dann zu Level 3 aufwerten. Quasi. Jetzt habe ich alles drei aufgewertet. Achso, okay. Aber man braucht immer 100% oder wie?
Genau. Ja. Und das dauert immer länger mit der Zeit. Oh nein. Wie viel Holzfäller braucht man als Asiate so? Wie viel Sägewerk? Tja. Mindestens 4 und du brauchst eigentlich so mindestens 2,5 Holzfäller pro Sägewerk. Also ich würde so. Ich habe ja nur 4 Sägewerke. Ich würde 10 wäre schon gehen normalerweise, aber jetzt inzwischen brauchst du es nicht mehr. Jetzt rentiert sich das nicht mehr. Oli, ja, theoretisch ja. Aber Konix, der neben dir kann jetzt einen Schnaps schicken, ne? Na, Schnaps nimmt er gleich. Jawohl! Brauchst du nicht so viel Mana machen? Ich weiß schon. Und Chris, wie läuft's so? Hammer. Dass man nicht auf diesem bescheuerten Sandstrand bauen kann. Oh, ein Mist. Ach, da kann man gar nicht drauf bauen. Oh, lol. Drei Kolimin. Den gibt's den ja, damit man Kolimin so bauen dass man kann. Alter, da greift ja schon jemand an. Oh, nö. Salzmann, lieber Salzmann. Da kommen Diebe rein bei dir, ne? Chris. Ist das Keuren wieder? Ganz oben. Ich kann mir nicht mal meine Geologen von den Planieren unterscheiden. Also. Pioniere. Chris, die Diebe! Ja, aber was sehen die denn aus? Keine Ahnung. Links! Ist da. Ach, egal. Hey, warte mal, meinte gerade meine Diebe da, die da einfach nur stehen, um zu schauen, ob er mich angreift? Ich sehe gerade nur einen Pfeil da unten links, ey. Alter, Abfahrt. Ja, Chris wurde gerade invaded hier. Also. Ich seh's. Ist das General, der da angegriffen wird? Ah, nee. Geh weg! Ja. Geh weg hier! Geh weg! Raus aus meiner Kneipe! Alter, leckt es oder ist meine Siedlung einfach nur tot? Es leckt! Es leckt, also. Es leckt, deine Siedlung ist gut. Ja. Wir laufen ja schon wieder die Hörer herum. Was wird da gesehen? Alter, ist frei. Alter Lachs. Wenn bestimmt mal. Oder willst du wer wissen hier? Uiuiuiui. Eins. Ist richtig verstanden? Ja, oder das ist schwierig. Lau, pass auf. Das war eins zu viel. Aber oh, die Zahl aktualisiert es ja nicht gleich. Oh Mann. Ja, Nahrung GG, ne? Wie macht man Gruppen? Ah, mit Alt. Na, Steuerungsgruppen macht man natürlich logischerweise mit Alt. Ja, ist leider mit STRG in Siedler 4. Anders. Was? Das kann ja nicht sein. Steuerungsgruppen? Mit Steuerungsgruppen. Oh lol, das geht hier ab. Offensichtlich. Der will aber auch unbedingt in mein Land rein hier. Ja, pst, jetzt hier. Hier, hallo, nicht. Das ist dunkelblau. Grenzkontrolle. Fette Kuh. Ja, der nächste, den der da lobt, den sehe ich auch schon wieder. Den brauchst du gar nicht hinschicken. Och, Manno. Warte mal gucken. Achso, so, wir können die Connection sorgen. Kann man auch irgendwie raus, Alpen? Ja, mit Steuerung hätten. Mit Steuerung. Das geht jetzt mit Steuerung. Ja. Steuerung halt ist quasi umgedreht.
Alter, ich werde von zwei Seiten angegriffen. Was ist das denn? Was? Immer auf den Anfänger hier. Jo, Tatsache. Chris, ballern! Hilfe, ja, was denn? Ach, Leute. Ich bin RIP. Quatsch. Alter. Scheiße. Alter, Hilfe! Hilfe! Warum bauen die denn nicht? Ich geh auf den. Ich hab so kein Gold, aber ich geh auf den über mir. Alter, was ist das denn? 10.000 Leute. Das war aber gut zu wissen. Schön nett, dass du das sagst. Oh oh. Ja, darum sieht's aber interessant aus. Ey, der will mein Land hier wegplanieren. Planieren? Okay. Pionieren. Hallo, Hilfe? Hallöchen. Ey, meine Goldmine. Ja, ich weiß. Schreib's doch auf. Da fehlt noch Angel. Doch egal jetzt. Wo ist eigentlich die Scheißpriester hin? Du brauchst ja unendlich kleine Tempel, kann das sein? Nein, dein Schnaps ist doch schon fast weg. Was? Dein Schnaps ist doch schon fast weg. Aha, genau, guck mal oben links bei mir. Sorry, gut, das bekommt. Ja, brauchst du so schnell den Schnaps verarbeitet oder nicht? Nee, denke nicht. Das reicht, was du hast. Mach einfach irgendwo einen Lager oder eine Anlege für Stein. Ich hat erstmal versucht, meine Mine zu tauern da oben. Ja, ich glaube, ich bin GG, ne? Was? Warum? Ich nehme mein ganzes Land hier weg. Lol. Oh ne, Chris, nein! Wer ist denn da rechts? Der soll mal angreifen, go, go. Warte mal, wer ist denn? Ah, lol, ich weiß. Hilfe! Ich weiß, kein Gold mehr. Ich hab kein Eisen. Irgendwo soll Stein zu Eisen machen mit deinem Priester. Welcher Priester? Das musst du ein Lager voll Stein machen. Du hast ja einen großen Tempel. Das ist ein, du musst ein Lager voll Stein machen. Ja. Und dann gehst du hin und machst mit dem Priester Stein zu Eisen. Dann kriegst du 40 Eisenbahnen. Ja, du hast halt eine scheiß Eisenmine. Die Eisenmine musst du links bauen, so wie alle anderen. So wie alle anderen. Nicht so wie ich. Ich hab's ja scheiße gebaut, aber die anderen. Okay, ich denke schon, warum kommen keine Truppen mehr raus? Wo bleiben? Hab ich keine Siedler? Nein, ich hab Siedler. Ach, Getreide braucht einfach ewig. Reicht eine Mühle für zwei Bäcker? Ja. Ja. Wenn sie 100% läuft, für drei. Ne, 2,5. Nein, 1,3. So, jetzt geht das hier auch los mit 1,5. Kriegt die Krise. Okay. Okay. Oh Gott, brauche auch Hilfe. Ich brauche Bier. Ja, Bier wäre jetzt nicht schlecht, ey. Hä?
Aha. Lol. Ulrem, ich habe keine Ahnung, was du meinst oder wen du ansprichst. Göttein P. Mit dir würde ich reden. Okay. Oh, sieht ja, ja. Aus. Patrick, du könntest jetzt übrigens unten links Eisenminen bauen. Danke. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ronny, kannst du mal deinen zweiten Künstler bitte auf das Schiff jetzt da unten reinkommen? Echt, geht das? Ja. So, zu mir, nicht zu mir. Da hätte ich bestimmt auch drei hingekriegt, ne? Zu mir, sorry, so gut wie von dir auch. Lol, das geht ja wirklich. Ja, kannst du da von mir entladen. Ja. Geil. Oh, da oben ist schon Action hier. Schon. Sag mal, lebt Silverdust eigentlich noch? Ja. Noch. Wie hast du denn das geschafft? Ja, gute Frage. Das frage ich mich auch gerade. Warte, ich besuch dich. Hey. Nimm mein Team mal mit, ah ne, das bringt nichts, ne? Mit Dieben die ganze Karte aufdecken, falls ich drauf bin, dass ich noch spectaten kann. Draus bin. Brauche ich Schwefel als Asiate? Wenn du Kanonen bauen möchtest. Ich möchte Kanonen bauen. Nein, er möchte es wahrscheinlich nicht. Nein, du möchtest keine Kanonen. Vor allem auf der Karte ist es schwierig, weil du quasi an jedem Übergang Steine hast. Die kommen nicht zwischen den Steinen durch, die können nicht über Berge fahren. Ich habe jetzt keinen Platz mehr. Ich habe jetzt meine komplette Insel hier vollbaut. Und jetzt? Ja, Platz ist echt drin, ne? Musst du Wohnhäuser reißen, wenn du kannst. Kann ich nicht. Und dort Material einlagern, also Holz und Stein und Dark einlagern. Nicht alles voll mit Wald machen. Wald abforsten und Holz einlagern. Ah, jetzt habe ich den Grat wieder aufgebaut, den Wald. Versteht ihr? Am besten keine Lager nutzen, um das Gold einzulagern, sondern den Markt. Das ist mir alles zu kompliziert. Ich will jetzt einfach kämpfen. Ehrenvoll sterben. Der Weg des Samurai. Da versteht ihr? Selbstmord am Ende und so. Schwert in den Bauch. Bam. Sind eigentlich meine ganzen Pios hin. Alter, voll reingetauert. Jo, ich bin GG. Was? Sagt das schon seit einer halben Stunde. Du hast einen Priester okay. Bei mir, Konix. Nice one. Ja. Du greifst da bist du nicht an. Wer ist denn schwarz eigentlich? Also, nur weil ich schwarz bin. Das bin ich. Mr. Blue ist schwarz, okay, das ja. Macht total Sinn. Dieser Marktplatz-Move, der erschließt Blue, sich. Blue, ich sag dir aber nichts zu, was ich bei dir sehe. Das
sieht nämlich sehr schön aus. Wenn die Map nicht so eine Shithole wäre, wo man mit dem Schiff nicht da an der Ecke vorbeifahren könnte, hätte ich Busch in den Marktplatz weggeklaut mit dem Priester, aber das ging ja nicht. Haha. Der ist nicht geschützt. Schlachterei. Oh lol, ich hab nur ein Wasserwerk. Die ist halt auf Maximum gebaut. Da geht die mir tatsächlich sogar schlimmeren. Noch schlimmer? Ich glaube, als Siedler 3 Spieler ist man Leiden gewöhnt. Das spielt man quasi. Da spielt man halt mal einen Pixel genau und dann läuft das. No, Chris, no! Kommt ja keiner, mir zu helfen! Lol. Jetzt kommen die ganzen Geier von links und rechts. Immer auf den Anfänger. Silver Dust gibt's Freibier. Easy. Easy Futter. Ja, wer Hämmer und Schaufeln einlagert. Alter, da kommt ein lila Schiff. Was macht man jetzt? Über mir. Im Gürtel. Wer ist lila? Wer trollt hier? Einer von deinen Leuten. Nein. Was ist einer von meinen Leuten? Nein, das ist rot. Das ist doch safe ein Angriff, oder? Nein, das ist kein roter. Aber solange du oben keinen Turm musst, schick mal Soldaten zu deinem Startturm links. Oder reiß ihn. Hat er denn gleich? Ja, ich glaube, er greift eher rot, blau an. Ne? Nein! Chris! Fail! Da hat doch unten keinen Turm stehen, also kann man doch nichts angreifen. Ja, ich denke, er geht auf deinen Statue. Troll! Auf meinen? Ja. Ja, steht doch links da so. Der wird Hilfe holen. Der wird Hilfe holen oder. Haben wir diese Zauber machen. Statue bei null? Okay. Nee, ja, Stati ist. Nee, ist nicht bei 0. Doch, die ist bei 0, aber du kannst oben links die. Ja, ich wurde einfach rausgeworfen. Ja, geil. Geht die Arbeiterstatistik ohne? Das geil. Die Statistik ist eigentlich nicht bei 0. Aber. Ist halt ein Feed, damit die Leute nicht irgendwie nach Stati snipen können, wenn er. Wenn aber irgendwie noch Spiel crasht oder was weiß ich. Snipen. Man sieht ist halt das Fall, mehr Schiffe, wenn du Runde spielst, wo du 90 Minuten Friedenszeit hast, das ist bei LG normalerweise Standard, und dann halt du aus irgendwelchen Gründen nach 87 Minuten Panikmodus rehosten musst, Schiffe. Dann wissen Leute als Hallo, Panikmodus. Er redet einfach weiter. Jo, das viel Spaß jetzt mal. Ja, danke für diese Schiffe. Jo, danke. Nützvoll, genau, nützvoll. Sind die Schiffe nützvoll? Die sind voll mit Militär, das kann ich sagen. Ich weiß aber nicht mehr, wo sie hin sind. Irgendjemand versucht hier Pioniere. Also das Kohlelager muss randvoll mit. Das Steinlager muss randvoll mit Steinen sein und dann Zaubertauch, oder wie? Pass mal auf deine. Ja, genau. Fünf Stapelsteine. Pass mal auf deine Pius links auf. Wer? Du? Ich hab links Pius? Ja, was ist mit denen? Ja, die sollten nicht. Die sind gleich bei Kassieren. Wenn die dir weiter so laufen, dann bist du gleich bei Kassieren drin.
der auch keinen Platz hat, wie ich gerade sehe. Natürlich, aber ich habe auch ein zweites Land. Du hast ein zweites Land? Ja, schau mal nach unten. Lol. Ja, wie nice. Denkst du, ich war untätig? Ja, keine Ahnung. Ich war's. Also, mir geht nichts. Das ist ja bei mir hier dran oder so. Mir steht alles. Kann mir einer einen Tipp geben? Launo? Ja. Ich nehm's Gold, okay? Ja, kannst du ja. Perfekt. Hier kann ich wenigstens Aussichtstürme bauen. Und keiner lacht. Die Aussichtstürme sind super praktisch. Die ersetzen quasi Diebe. Silver, das ist komplett GG, ne? Oha, jetzt werde ich angegriffen. Nee, will das Land? Achtung hier, ne? Lila killt, bei, oh Gott, ich bin nicht RIP. Bei Schwarz? Bei Mr. Blue? Ja, ich kill Zenos Pius. Und Lila ist wer? Das bin ich. Abhelk, wie sieht's eigentlich mit deinem Mana aus? Hättest du einen Mana, um Hilfe zu rufen? Was? Die Asiaten haben einen Zauber, der kann Hilfe herbeirufen. Okay, kann ich, ja? Was bringt das? Damit könntest du von mir beispielsweise Pionier rüberrufen, dann könnte ich bei euch quasi Gold einnehmen. Lol. Ich bin gerade komplett lost. Was muss ich denn da tun dafür? Ich drücke auf den Zauber und dann? Da guckst du, wo bei mir. Wo bist du? Unten rechts, ganz unten rechts habe ich links oben auf dem Übergang Pioniere stehen. Da war auch gerade. Ganz unten rechts hast du auf dem Übergang? Welcher Übergang? Auf dem Übergang oben links. Ja. Vom unteren rechten Spot, da sind Pioniere. Ich. Ja, okay. Ja, und die soll ich zu mir herzaubern. Jupp, das wäre gut. Also ich drücke dann erst auf den Zauber, dann auf die Pioniere. Genau. Okay, erledigt. Du hast einen Stau an deinen großen Türmen. Ich bin tot. Marco, das erzähl uns was Neues. Du hast einen Stau an deinen großen Türmen. Ich stand ja auch an der Front. Also ich finde, zwei Leute unter dir hast und vier Leute über dir, das ist natürlich scheiße. Nichts mehr bauen. Okay. Ja. Okay. Chronix Wald kreisen und Holz einlagern. Das Thema hier ist durch mit der Aufwertung. Danke. Okay. Wird? Wald, Förster reißen und Lager bauen, Holz einlagern. Okay. Dann kriegst du wieder Platz, um was zu bauen. Ja, ich habe eben schon was gerissen hier. Was haben die denn noch? Lohnt sich göttliche Gabe zum Beispiel? Bei Asiaten, wenn du Kohle brauchst, beispielsweise. Ich brauche keine Kohle. Bei den Gaben gerne mal Brot. Ja, ich schau grad. Immerhin läuft's jetzt mit den Waffen so ein bisschen. Krieg ich da noch eine rein? Die Eismine hast du aber auch schön drauf gesetzt. Ja, die war wahrscheinlich sinnlos, ne? Die hat wahrscheinlich nicht 4%. 30. Kannst da draufklicken. Nicht 30%, die eine, die 31. So, die da rechts unten links auf dem Berg rechts steht. Ja. 31. Ja, 30%? Krass. 31. Die sieht sehr beschissen aus. Ah, wahr. Das geht noch.
Da haben die bei mir auf den kleinen Bergen weniger, teilweise. 20%, ey. Ich glaub's auch im Angebot, die Mine. Neulich bei Aldi. Ungefähr, ja. Die war billiger. Kann ich diesen Marktplatz irgendwo hinbauen? Ich mach jetzt mal anders checken hier. Wie macht ihr das hier? Die ist schon echt klein, weil bei der 20er zähle ich anders, ne? Ja, das geht. Karambolage ist kleiner. Platz hier. Oder vielleicht baut man halt einfach mehr, dass man weniger Platz hat. Ja. Das ist die Frage. Ich glaube, die ist schon klein. Keine Ahnung, ich fühle mich wohl hier vom Platz hin. So viele Farmen baue ich auf Kara nicht auf jeden Fall. Da jetzt auch einen Turm hinbauen. Ich will auch was vom Silberdustkuchen ab. Boah, Platz. Das Gold alle an anderen Stellen mag. Sucht man sich ja tot hier. Schon voll gearbeitet. Ich glaube, ich habe das mit den Pionieren sehr unterschätzt. Da braucht man 5 Millionen. Kann das sein? Kommt drauf an. 50 sind schon ganz schön. Ja, ich schaffe hier mit 5 die ganze Zeit. Ne? Ich denke ja immer, oh, die brauchen ja Schaufeln. Das ist schon der erste große Fail. Schaufeln, was ist das? Wollen die essen, die Schaufeln, oder? Jetzt aber mal ohne Witz, ne? Meine Randeisenmine, jetzt hat sie schon 37%, meine perfekt gesetzte 25%. Ja, das ist teilweise echt frustrierend. Ey, kann man Wüste zur Wiese? Und Asi, Eis zu Berg, was? Schnee schmelzen kann ich. Prima. Hilft mir jetzt auch weiter. Hey Mr. Blue, kannst du mir da noch ein bisschen Land lassen, vielleicht? Was ist denn noch? Ich bin schwarz. Das ist grau. Was ist denn noch? Whatever. So, was hab ich da jetzt hingesetzt? Ein Holzfäller, okay. Bäume weg. Axt. Ach, jetzt kann ich hier rot auch noch machen. So, jetzt habe ich das gebaut. Jetzt kann ich hier eine Route setzen. Ziel hier rein. Und jetzt drücke ich auf Gold und mache unendlich. Stimmt's? Hat man Stabesel? Ja, ne? Ja, 6 Stück. Die reichen nur einfach. Nicht unbedingt transportieren möchtest. Und hier mache ich jetzt. Wetten, ich brauche kein Eisen mehr momentan. Doch, hat erstmal 40 Eisen. Doch, das hat sich gelohnt.
Okay, ohne mein Gold würde ich das gar nicht mitzukämpfen. Vor allem, weil du auf dieser Map halt stark an Eisen limitiert bist. Sonst hat man auch extra gut. Man kann seinem Teammate Land klauen? Mit Pius? Ja. Geht das Nest hier nicht? Nee. Oh. Ist aber schade. Manchmal ja, manchmal so besser so. Würde doch viel mehr Möglichkeiten bieten, wenn man das könnte. Viel mehr Stresspotenzial, definitiv. Ob seinen Teammates nur vertrauen. Vertraue niemals einem Siedler 4 Spieler. Die sind alle korrupt. Spaß. Ja, Geschichte. Habt ihr jetzt eigentlich schon so Kampfkraft über 100? Wenn ich das ganze Gold einnehmen würde. Ich habe halt eine Goldmine, ne? Und eine Goldschmelze. Ruhig geworden. Oh, da kommt ein Angriff. Nein! Ich hab den scheiß Turm doch gerissen! Ich hab doch ey, was ist das denn? Ich hab die ganze Zeit gewartet, bis der Turm fertig wird. Das macht Spaß. Oh. Noggers-Schiff ist das ein. Ja. Bisschen Patrick-Ärgern ist das Einzige, was hier Spaß macht. Das war klar. Naja, der holt ihn ja gleich wieder. Der macht ja nicht viel kaputt. Ein Holzballer reißt ihn. Sie rennen jetzt an dem Turm vorbei. Lol, ich habe ihn ja schon wieder eingenommen. Achtung, Mr. Blue, da rennen aggressive Trojaner rum. Trojaner? Wo? Bei dir im Land. Also bei Ex-Silbert das. Ne? So, es hat sich dann bei mir auch auspioniert, ne? Das ist jetzt auch vorbei, das Thema. Danach Stein zu Eisen fragt. Kann man auch mal machen. Orange, schon wieder Gold, okay? Ja, definitiv, aber das ist egal gerade. Sieht ungemütlich aus bei dir. Ja, finde ich gut, dass dir das ein bisschen geholfen hat. Das ist jetzt orangene Food aus meinem Land. Da sind noch viele Knockerschiffe unterwegs. Ein Verbündeter nimmt ihr Land. Alter! Mr. Blue. Das ist immer noch der Szenner. Nein, ich bin das nicht. Hä? Ich bin der Römer, bin ich. Mr. Blue ist einen drüber. Der Schwarze. Ach, es gibt auch noch. Ja, okay. Eine ganze Menge von. Kannst trotzdem aufhören mit dem Scheiß. Ich bei Mr. Blue immer auf hier. Ich bebaue den Scheiß jetzt hier.
Ist eigentlich Wasser? Natürlich nicht. Down. Wo denn? Wer denn? Was ist denn? Der Orangen neben dir. Ich würde ja hinmoven, aber dann kommt der Knocker mit seinen Schiffen rein. Ist auch ungünstig. Patrick, kannst du einmal die Lücke bei mir oben an meinem Gold zu pionieren? Zu pionieren? Ihr wollt Sachen von mir. Ich tu mal so, als hätte ich verstanden, was du willst, aber du weißt, dass du gerade angegriffen wirst? An der Stelle? Ja. Er könnte mein Land haben, Oben und Zocker. Was? Patrick. So, keine, du kannst dich nach links pionieren. Ich bin tot. Warum baust du nicht noch einen Turm? Warum bist du tot? Weil Blau mich gepusht hat. Weil er keinen Turm mehr gebaut hat. Der wäre noch am Leben, wenn er auf dem rechts einen Turm hat. Das stimmt tatsächlich. Aber ich habe das einfach vergessen. Passiert halt einfach. Doof. Richtig. Das heißt, ich bin als nächstes tot. Jetzt ist es zu spät. Richtig. Jetzt kann ich dir noch vorhalten, dass du doof bist. Ich hatte meinen Spaß. Wir sind rot. Blickst nicht mit den Farben hier. Grüne. Und im Roten wurde da gerade Gold geklaut, oder wie sehe ich das? Nogger, warst du mit Priester am Werk? Eventuell. Eventuell. Gott. Gott, was macht der Blaue da? Wow. Tut weh. Warte mal, ich bin blau. Du bist hellblau. Oh, stimmt, hellblau. Ja. Ja, gut, du bist auch blau, aber das war der andere. Ja. Gestern war ich blau, kann ich euch sagen. Okay, der Blaue hat jetzt Turm eingenommen vom... Ist der in meinem Team? Ist das ein Gegner? Ich bin echt lost. Er ist nicht in meinem Team, okay. Der Blaue? Ja, der doch, Ding der ist aus deinem Team. Der hat den Turm, der von mir eingenommen wurde, zurück eingenommen. Ach, es gibt noch ein dunkleres Blau. Ja, der ist wahrscheinlich ein bisschen. Der Rote ist da unten, den macht er schon. Aber was du machen kannst, ist jetzt mit Pios einfach in mein Land gehen und dort eine Stelle zu pionieren, wo du einen Turm hinsetzen kannst und dann mein Land pionieren. Oder towern. Das Gefühl, dass hier unten ist, eine Partie. Weil du bekommst dann ordentlich Ressourcen, weil meine ganzen. Ich kann es dann Pios übrigens wieder. Oh. Okay, ich weiß, was ich falsch gemacht habe, die Runde. Naja. Wie viel KK ist Maximum? Gibt keins. Was? Gibt's nicht? Nee. Du kannst bis, keine Ahnung, 400 KK oder was weiß ich. Naja, das spielt jetzt bei mir eh nicht so die Rolle. Also, mir wäre kein Maximum bekannt. Gibt auch keins. Ja, ich glaub, irgendwo wird es ist aber, nein, es ist halt exponentiell. Jede 15, nee, beziehungsweise 20, also ab 121 ist konstant. Ja, 15, ich sag mal so, Prozent mehr ist aus Informatiker-Sicht ist irgendwo ein Limit. Ja, gut. Und wenn das jetzt 2 Milliarden Kampfkraft wäre.
Gut, aber das ist ein Limit jenseits von Gut und Böse. Ich muss es laut Informatik sagt immer ein Limit für alles geben, oder? Ja. Ich meine, du kannst es so anlegen, dass es kein Limit gibt unbedingt, aber. Das macht in der Praxis keiner, weil es halt nicht permanent ist. Wer sind alle schon tot? Wie viele Spieler sind hier raus? Sieht man ja auch nicht. Zwei? Doch, siehst du? Cassian ist raus und Silverdust. Ach nee, siehst du nicht. Das ist ja dann eigentlich noch ein ausgeglichenes Match, so gesehen. Frost und Pixel ist auch raus. Also euer Team hat das eigentlich schon ziemlich früh gewonnen? Ja. Ich dachte, ihr wart also, die OP-Gruppe. Das Ding ist, was passieren wird, ist... Ich sehe, was mein Team baut und die meisten von denen sind wirklich hoffnungslos verloren. Ich bin leider halb tot, das ist so ein bisschen das Problem gewesen. Das sagst du auch schon die ganze Zeit. Naja, auch, ja, wenn ich, auch wenn ich jetzt eigentlich dumm gestorben bin, habe ich halt trotzdem Weiß quasi mit rausgenommen gehabt. Und ordentlich Sollies von Blau. Wie kann ich Teamchat machen? Zerstört. Müsste automatisch aktiv also sein. Und dann steht da oben Chat mit verbindet und Chat mit allen. Ja. Wenn du da drauf drückst. Zum ersten Mal stressen, ja. Hallo. Oh. Um seine Bäcker. Gleich schreit ein. Ah, Patrick, du hast dabei Senna noch einen Pionier laufen. Was? Unten rechts hast du noch einen Pionier laufen. Von der Grenze zu Grau. Südöstlich von der Getreide fahren. Hier ist es irgendwie verdammt ruhig. Sagen zu ruhig. Es ist zu ruhig. Ey, Rot, du Feigling, komm runter! Ich hab selber zurückgezogen, ich dachte, er geht zurück. Ihr müsst da aber auch, glaub ich, zurück. Sonst verliert ihr die Sollies. Da passiert nichts. Was, zurück, sagst du? Ja, komm zurück. Sie haben maßlose Überzahl. Beziehungsweise, er hat halt Sperre, du hast keine Sperre und du hast halt nicht genügend Bogenschützen, um. Die Sperre einfach so zu killen, bevor sie an deinem Bogenschützen dran sind. Steht kein Wort. Wie beschreibt sie das?
ändern, ich hab nichts gelesen. Mit der größeren Auflösung lese ich gerne mal los. Dunkelblau, wer ist denn das? ZWG 1, 2, 3, 4. Konnex zu sagen? Zu ja. Mir mal einen Priester mal Hilfe rüber rufen. Komm wieder Schwertis runtergeschippt. Ja, warte. Hilfst Soldaten von dir zu mir. Ich glaube, jetzt war es das irgendwie nicht. Ja, ich kann aber eh nicht viel zaubern, ne? Ich bin dead. Das Game ist untergegangen. Stellt sich da auch schön zwischen den Häusern auf. War das aber Gold in meine Richtung? Also. Hey, da kommt Knocker wieder mit Schiffen. An meine Türme. Das ist Operation Overlord. Leute, ich bin tot. Immerhin. Ein Erfolg. Weil wir schon alle am Verrecken sind. Nee, noch bist du nicht tot. Oh Gott. Oh Gott. Geil. Da hätte ich an einer anderen Position sitzen müssen, dann wäre das anders ausgegangen. Wir haben deutlich über 100 Kampfkraft. Ich habe nicht deutlich über 100. Zu irgendeinem coolen Kampf. Ach ja, scheiße. Ich hab... Das war's. GG. So, komm rein. Du kannst notfalls mit deinem Priester, der dort ist, Soldaten herzaubern. Ich suchte ihn die ganze Zeit. Ich find der, ihn nicht. Der steht überhalb von der Waffenschmiede. Direkt unten an der Kaserne. Ja. Türme, ja, Kaserne, Waffenschmiede, da. Perfekt. Kontrollgruppe zu machen. Wenn du mit den Soldaten schaffst es, da kann Nogger abstinken gehen. Zwei Türme hat. Ah, solide. Boah. Ah, den einen bekommt er. Was hab ich jetzt verloren? Was? Nogger kommt oben. Verloren. Eine Eisen. Eine Waffenschmiede, eine Eisen. Eine Waffenschmiede, eine Kaserne, eine. Und einen. Eine Eisenmine. Mehr hast du nicht verloren. Die ich nicht mehr setzen kann. Hä? Nee, kannst du im Moment nicht ersetzen, aber du kannst, Waffenschmiede kannst du notfalls links hinbauen. Und theoretisch kannst du da auch den Spot der Eisenmine. Jetzt habe ich wenigstens den Sinn von diesem Herzzaubern verstanden. Ist das praktisch, dass du deinen Priester gerade in der Nähe hattest. Wie viel Priester kriegt man denn raus aus so einem großen Tempel? Alle 5 Minuten. Ein. Durchgehen. Instant. Müsste ich ja 1000 haben, habe ich aber nicht. Oder sind es alle 10? Alle 5, oder? Hörst du mir links?
Aussichtsturm verstehen. Egal wie es ausgeht, muss ich schon Respekt an Colrem und Shane P da unten wieder zollen. Noch leben. Ja. Die leben noch. Krass. Ja. Nicht mehr lange, ja. Das Leben durch. Spätestens nachdem ihr stirbt, sterben die Gegner. Und vor allem das gegen Generalen und Zwerg ist halt auch ganz okay. Und dann noch halt zwei Gegner. Ganz okay, sagt er. Es ist echt solide. Besser als das, was ich gemacht habe. Und ja, sagt man da immer ganz okay, ordentlich. So. Ganz okay. Ja, gegen General zu halten ist schon mal super gut. Ja, aber wenn du ganz okay sagst, dann klingt das nicht gut. Die, was die da unten machen, ist schon echt gut. Ich hätte das ganz nicht gehalten. Ganz okay klingt so. Ja, das war jetzt okay, aber hätte man besser machen können, ne? So klingt das wieder ganz okay. Bleibt mir auf dem Übergang stehen. Ich bin da weitergeschickt. So. Zeigen wir mal, was Einwanderung hieß. Yo, GG. Und auch RIP. Kann ich wenigstens noch vor 12 schlafen, wenn das da gut. Lol, zwischen 2 Stunden? Ah ne, wir haben so spät angefangen. Zweite Runde Folge noch, oder? Da hätten wir es am Freitag machen können, wie es geplant war, da hätten wir noch eine machen können. So ist natürlich schwierig. Ich hab Urlaub. Kann man die Scheißboote auch angreifen? Nee. Mit Kanonen. Ja, mit Kanonen. Ich wollte Kanonen bauen und ihr sagt, nein, bau keine Kanonen. Ja. Wenn du Kanonen baust, dann wirst du die wahrscheinlich irgendwo hinbauen, wo du sie am Ende nicht bewegen kannst, weil die nicht durch Bäume durch können. Und nur so als nicht über Steine. Und sind halt Kanonen. Können sie in echt ja auch nicht. Mal raus, macht's gut, viel Spaß noch. Ciao. Ja. Ciao. Wir hatten jetzt Knocker besiegt. Und wo vor allem? Ja, es ist. Und Mitte? Nee, den Kampf gebe ich mir jetzt noch nicht. Die sind doch jetzt alle ziemlich gewählt worden. Toten da halt auch rumlaufen und ich mit meinen paar Solis. Huso, so, als würde ich mitkämpfen. Jetzt steht's. Oh nee. Ach, Knocker. Du musst eine Minute warten, oder? Der Knocker nicht vernünftig verlassen. Der wollte noch mal reintrollen. Ja. Ich wette, Nogger hat irgendwie einfach Alt-F4 gedrückt oder PC runtergefahren. Wieso? Der hat nicht mal aufgegeben, oder? Ja, weil er jetzt wartet. Der lebt noch. Ja. Der lebt noch. Alter, du kannst doch wenigstens reißen, Nogger. Du bist doch lang genug in der Siedler-Community dabei. Er war zerstört. Oder hat er? Achso. Doch. Ich hab's, glaube ich, auf 60 Sekunden runtergestiegen. Vielleicht ist er auch normal raus und es kommt nur die Meldung, keine Ahnung. Genau, deswegen stellt man nämlich den Timer auch runter. Wegen solchen netten Menschen. Was haben wir für einen Timer jetzt? 120. Ich hab das echt nicht darauf runtergestellt. Ich hatte ihn zumindest runtergestellt. Was hast du runtergestellt? Ja, jetzt war eine Minute. Da ist die Minute um. Was mache ich jetzt denn mit dem Landeswechsel? Jetzt habe ich Land, jetzt bin ich wieder komplett überfordert. So ist schon zu Ende, ihr braucht nichts mehr machen. Was? Ich glaube nicht aus, oder? Ja, GG, WP. Oh, GG. Lasst mich mal Chronix töten, lasst mich ihn töten. Nee, zu spät. Meint am Anfang nicht irgendwie jemand, dass Team 2 stärker wird? Was ist eigentlich? Ja, also eigentlich war das nicht gebalanced, ne? Ich würde halt sagen, dass. Also, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Colrem und JNP wirklich da unten halten.
Also, wenn die da unten nicht halten, sieht das Ganze ganz anders aus. Tarn fehlt einer der stärksten Setup-Spieler. Keurem ist auch nicht schlecht. Vor allem ja, Keurem hat dem die ganzen Waffen geschickt. Ach, die haben sogar Waffentausch gemacht. Lull. Ja. Der fährt ein Schiff. No rules, ja. Aber JMP hat die Lager voll liegen. Im Leben liegt alles voll mit Waffen. Boah, Waffentausch, das war schon ein bisschen. Ja, ist easy. Okay. So, ich beende hiermit meine Siedler 3 Karriere ungeschlagen. Man hat Bock ja. gemacht. Gib's doch zu, es hat dir Spaß gemacht. Es hat komplett Spaß gemacht. Ich war aber. Das ist aber das gleiche Problem, was ich immer in Siedler 3 habe, aber es ist immer so, ne? Du hast nie Platz irgendwie. Ja, aber das liegt auch wenn daran, wenn du mit 20 Spielern spielst. Nee, Dunkelgrün hat da auch nur einen entspannten Spot. Ne? Dann ist es halt so, dass du wenig Platz hast. Ja. Wenn du jetzt auf dieser gleichen Kartengröße spielen würdest, mit nur 8 Spielern, dann hast du auch dementsprechend mehr Platz. Krass. Ja. Ja, 20 Spieler auf so eine Map kriegen ist halt. Also. Ja nicht ganz letzter. Die Map war aber auch nicht cool, oder? War die cool? Ich oh, Micha, also 420 Solis habe ich schon selber gemacht. Ja. Wenn ich jetzt aufs Spiel beenden gehe, komme ich in die Stati, oder? Ja. Boah, wett nicht, ich bin letzter. Hm? Nach Silber. Nee. Nee, das wird wahrscheinlich nicht. Chris ist letzter, ja. 17. 17. nehme ich. Wo stehe ich denn? Nehmen wir mit. Oh, Senna hat gekämpft. Platz 17. Alter. Kämpfe. Senna hat. Jane also das gemacht, aber keine hat Kämpfe. Aber auch richtig zerstört. Da. Ja. Ey, war gar nichts voll gut. Das geht da auf jeden Fall. Asiaten. Also, ich ja, komplett Riffier. Ja, und wer hat am meisten Mana produziert? Ich glaube, ich habe nicht Level verwendet. 2 und Amazon gekämpft. Mana. Das hat Zwerg gekillt. Ja, Zwerg hat 231 Kämpfe. In einer Stadt die erste. Hier gekillt hat. Stimmt, ich kann mich an die Karte erinnern. Oh Gott, ich hab die ja schon gespielt. Die Scheißkarte. Ich sag mal danke fürs Spiel und Schönen Abend. Jo, ich bin dann auch mal raus. Ja. Ciao. Möchten Sie alle. Jo. So, jetzt noch eine Random. Jetzt ist 0 Uhr. Jetzt ist perfekt eigentlich. Das hat super gepasst. Ich Lust. Perfekt, 2 Stunden. Also, demnächst nochmal eine ja, 20er und dann möchte ich mal jeder gegen jeden Deathmatch spielen. Gucken, was dann passiert. Hätte jeder vorher geguckt, dass sein Spiel auch funktioniert und die Ports laufen und alles, dann wäre es auch schneller gegangen. War zu erwarten. Ich meine, die Runde lief ja jetzt dann ohne Probleme. Ja, das schreit wirklich nach Wiederholung. Sobald es einmal gestartet war. Das war schon cool. Deutlich besser als bei Uplay. Deutlich besser. Ist halt so. Bei Uplay würdest du niemals 20 Leute in eine Lobby kriegen. Nein, du kriegst ja nicht mal das 5 oder eine Lobby, Leute nicht ins Ende spielen. Na gut, wir wissen sogar, der 5 Runden immer dazwischendurch, keine Ahnung. Aber ich finde, auf den Setmaps gibt es weniger Errors, oder? Nö, oder das ist egal. Ey, ich habe das Gefühl, wenn wir random spielen, haben wir immer mal wieder einen Error. Zwar viel weniger wie vor der vor der Community Edition, aber immer noch, immer mal wieder. Wir ja vorhin in der Party auch ein. Und Error. Jo, Leute! Also, war cool. Hat Spaß gemacht. Haben auch einen Haufen Leute zugeguckt, sehe ich gerade. Gerne wieder. Nice. Keine Clips heute, schade. Da los. Okay, es ist 0 Uhr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss morgen arbeiten. In diesem Sinne, ja. Gute Nacht an alle. War nice. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht an dich. Was ist eigentlich der nächste Stream? Weiß ich gerade gar nicht. Mittwoch Siedler-WM, glaube ich. Mittwoch. 21 Uhr. Siedler-WM. So.